Hallöchen, liebe Zuschauer. Wie ihr seht, es ist Nacht auf der Nordfriesischen Marsch Version 2.9 und ich bin die Maritzel. Ich habe gedacht, warum soll man immer nur am Tag arbeiten lassen? Ich will Feld 52 vorbereiten lassen, das kann man nachts auch machen, geht ja auch schnell. Und wir werden noch Eier liefern und zwar an die Brennerei. Also fangen wir einfach mal an. Es gibt halt auch mal eine Nachtschicht und es ist einfach auch mal interessant, die Map und alles andere mal mit Beleuchtung zu sehen. Und das ist eigentlich der Gedanke dabei, den ich da so bevorzugt habe, das einfach mal so zu machen. Okay, dann schalten wir eben kurz durch. Ich muss schauen, dass ich zu dem Traktor gelange mit dem Flug. Da ist er ja schon. Alles klar. Da werden wir den jetzt weiter in die Spur schicken. Sieht irgendwie klasse aus. Der wird sich jetzt gleich auf Feld 52 tätig machen. Oh, da steht auch noch einer. Und zwar im Weg. Den müssen wir auch noch in die Spur schicken. Habe ich ganz vergessen. Der soll zur Käserei Milch liefern. Das kann der auch jetzt noch machen. So, da können die sich alle beide bewegen. Hier über diesen Hügel sind die immer so, also auf der anderen Seite geflogen. Und da habe ich diese kleinen Zickzacklinien eingeführt. Jetzt fahren die schön langsam hier ran und dann fahren die sehr gesittet über diesen Hügel. Sehr langsam natürlich jetzt, aber ist nur die eine Stelle. Damit sie mal abbremsen. Die sind hier immer mit voll Karacho angekommen und dann von da an geflogen. Und manchmal nicht so gerade richtig gelandet, wie sie sollten. Ne? So, wir wollten ja eben, ach ja, der kann das hier alleine machen, die Milch. Werden wir nachher gleich noch abliefern. Werde ich gleich schauen, aber ich will bei dem anderen eben kurz dabei sein, ob das auch gut geht. Auf der 52. Nimm mich mit! Oh, verpasst, verpasst, verpasst. Aber ich werde dich abschneiden. Ich schneide dir den Weg ab. Ich gehe durch die Büsche, du. So, da werde ich ihm entgegenlaufen. Da muss er mich aufsammeln. Ja, ja. Da vorne fährt er. Er wird gleich hier rumkommen. Bei Nacht. Zwischen die Felder. Interessant ist das. Ja, ja. Die Lichtverhältnisse auf dieser Map sind schon klasse. Ist irgendwie gut gemacht alles. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. So, mal schauen, ob das klappt. Ich hoffe mal. Das ist drum ein Kurs, den ich ihm angehängt habe. Und? Willst du oder willst du nicht? Oh, zwei kombinierte Kurse, alles klar. Ah, nee, das ist ja wieder ganz typisch, ne? Das geht ja gar nicht. Halt, 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 halt. Halt, halt, stehen bleiben. So. Zurück. Ja, Paletten mit Eiern. Sehr viel. Ja, ich weiß, dass wir sehr viel Eier haben. Die werden wir nachher gleich anfangen dazu liefern. Kein Kurs geladen. So. Jetzt werden wir das nochmal neu machen hier. Den hängen wir dir an. So, jetzt müsste es aber ganz klappen, ne? Das war jetzt wieder klasse. Erster Wegpunkt, jawohl. Abfahrer einstellen. Gut, dass ich dabei geblieben bin, als hätte ich es irgendwie geahnt. Ja, manchmal ist das so. Habe ich beim Einstellen gar nicht bemerkt. Zwei Kurse, es geht gar nicht. Da machen sie Bockmist. So.
Jawohl, super. Du machst sehr schön deine Arbeit, ne? Wunderbar. Und wir werden jetzt bei der Milchgeschichte gucken gehen. Ich glaube, das muss ich nämlich manuell abladen. Naja, nochmal durch die Büsche, das war nicht geplant. So, hier rein. Wo stehst du? Ah ja, alles gut. Na denn, gucken wir mal. Okay. Da muss ich erst mal schauen, dass ich hier den Trigger auch wirklich so erwische, wie ich muss. Aha, gut. War ja gar nicht weit daneben. Sehr schön. Gut, dann schalten wir jetzt weiter, damit es vorwärts geht. Wir müssen. Hier haben wir da genau, da sind wir richtig. Viele, viele, viele Eier. So, festzurren. Und dann müssen wir den dazu bringen, dass er die Eier zur Brennerei bringt. Ich werde ihn mal bis zur Straße begleiten. Die Hühner beschweren sich. Kein Platz mehr für Eier. Alles klar. Die Hühner beschweren sich. Ohne Ende. Ich werde gleich auslagern. Ich muss aber erst mal gucken, welcher Stall das ist. Wahrscheinlich beide. So. Okay, mein Schatz, du fährst zur Brennerei. Hoppla. Bin ich an die Maus gekommen. Okay. Sieht klasse aus. Ja. Bei Nacht fahren wir über die Marsch. Das ist doch mal was anderes, ne? Richtig gut, finde ich jedenfalls. Mir macht das eigentlich nichts aus, auch mal nachts zu arbeiten. Aber es kommt natürlich auch darauf an, was man macht. Alles ist nicht so gut zu machen, wenn man nicht so sehr viel sieht. Aber der Autodreif fährt alleine. Und da auf dem Feld, der Pflug, der wird auch von Kurzpflege geführt, also kein Problem. Und den begleiten wir jetzt hier mal. Na, 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 das ist auch so eine Stelle. Hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Oh, ja, genau. Das, alles klar. Dieser Hügel an der Tanke. Da werde ich auch diese. Jetzt nimmt der eine Abkürzung. Ja, da, das ist ja interessant jetzt. Das war auch noch nicht da. Okay. Da brauchen wir nur noch geradeaus und dann rechts rum. Das ist das erste Mal. Die sind immer die Straße gefahren, komplett die ganze Kurve rum. Jetzt hat er abgeschnitten, aber kräftig. Ja, schön hier rum. Einwandfrei. Passt alles. Gut eingefahren, glaube ich. So, jetzt muss er hier schön um die Ecke rum. Da können wir die Eier abladen. Ich fahre mal direkt zurück dahin. Ich weiß gar nicht, wie viele Eier die hier brauchen. Das werden wir auch gleich noch mal feststellen. Für den Eierlikör. Ah, hier steht noch ein Rest. Guck an.
Obst war wohl voll. Gut, du bist angekommen. Alles klar. Schön beleuchtet die Brennerei. Mhm. Nicht schlecht. Machen wir mal da weiter aus den Motor. So. Gurte ab. Und dann jetzt gucken, dass wir das jetzt hier richtig auf die Reihe kriegen mit dem Entladen, ne? Leicht schräg. Okay. Nicht zu toll. Ein Stück zurückfahren, würde ich mal sagen. Müssen wir nochmal anschalten. Na komm. Wir machen das nochmal ein ganzes Stück zurück hier. Weg von den Pflaumen da. So ist gut, ne? Ja, tipptopp. Und Z. Oh, die armen Eier. Also, wenn da keine kaputten dazwischen sind, hilse ich August. Mann, ging die rabiat mit den Eiern um. Weiei. Und jetzt wird es gleich knallen. Da gibt's Rührei. Und? Oh, die bleiben in der Luft. Das gibt's ja wohl nicht. Na. Müssen wir wieder nachhelfen. Gut. Ja, die brauchen ganz schön. Das funktioniert ja fantastisch. Wie sieht denn das bei dem Obst aus? Ist das so voll? Keine Pflaumen mehr rein. Aha, guck an. Ja, da passen noch mehr Eier rein. Alles klar. Kartoffeln brauchen wir noch. Sahne und Erdbeeren. Okay. Wie schaut's aus? Alle weg. Gut. So, dann schicken wir den mal zurück zum Ulmenhof. Und ab. Oh, Weg nicht gefunden. Was da ist das denn? Das habt ihr ja vorhin auch nicht gehabt. Auf einmal. Na also, geht doch. Ein bisschen störrisch, weil nachts ist, nicht? Ja. Nicht schlimm, alles gut. Muss jetzt links rum. Boah. Der stellt sich aber an. Lass die Mauer stehen. Jawohl. Alles gut. Und jetzt Schmott. Gut. Alles klar. Ja, hier wollte ich euch auch mitnehmen. Das sind Kirschen. Die haben in der Brennerei keinen Platz mehr. Die kommen jetzt in die Mosterei. Und die habe ich ja hier drüben stehen. In der Nähe von meinen ganzen Plantagen hier. Sieht auch schön aus, die mal nachts zu sehen. Okay, das machen wir direkt von Hand, das ist ja nur um die Ecke. Natürlich schön langsam um die Kurven, damit wir sie nicht verlieren, die Kirschen. So, da gibt es hier diesen ganz langen Trigger. Und da müssen wir die reinstellen. Okay. Gurte haben wir, glaube ich, gar nicht dran gemacht. Nein, aber nicht. Alles klar. Ja, das passt ja schon. Klar. Okay. Und ab, die Kirschen. Die werden jetzt hier in den verschiedenen Abteilen einsortiert, die verschiedenen Fruchtsorten. Und ganz vorne links, das ist Zucker.
hier an dieser Abladestelle mit dem Gitter werden Möhren rein, also Karotten reingeschmissen, sag ich mal. Abgeladen, wäre wohl besser gesagt. Und wird dann alles verarbeitet. Ich fahre mit euch mal kurz mit dem Wagen hier zurück und mal hier rüber. Um ganz kurz zu zeigen, hier rechts ist Schweinefutter, was bei rauskommt hier. Ich sage einfach mal Trester. So, hier drin wird Wasser abgeliefert. Der steht da schon treu und brav und will das tun. Und hier wird dann in der linken Tür Gemüsesaft abgeholt. Und hier in der letzten Tür werden die Obstsäfte abgeholt. Jeweils links und rechts von der Fahrspur erscheinen dann die Waren. Ist schön gemacht hier, also gefällt mir sehr gut. So, den lassen wir jetzt hier stehen. Der hat jetzt heute in der Nacht nichts mehr weiter zu tun. Was ich mit dem da geladen habe, ich glaube, das waren noch Paletten oder irgendwas. Da muss ich mal nachschauen eben gleich. Ja, den fahren wir zur Seite, damit er nicht im Weg steht. Das ist das Beste. Denn am Tage werden wir hier wieder weitermachen. Wir haben noch ziemlich viel Obst und das kommt alles in die Mosterei. Den stellen wir einfach mal hier so an die Seite. Da ist ja niemand im Weg. Ja, das geht. So, dann werde ich mal eben schauen, was ich dem da einverleibt hatte. Durch die Büsche. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube Paletten. Mal gleich mal schauen. So, mit Envy Nordpol öffnen. Ach, hier waren irgendwelche Reste noch. Guckack, wusste ich auch nicht mehr. Seht ihr? Na, die laden wir natürlich ab, ganz klar. Und ich habe gedacht, da sind Paletten drin. Okay, die müssen wir dann wohl noch besorgen, nach Polen. So, na gut. Na, wie geht das jetzt hier? Willst du nicht oder willst du noch? Das, die Abladefläche erscheint nicht. Dann machen wir das anders. Wir fahren einmal eine Runde um das ganze Gebäude herum. Ach, da hinten geht die Sonne unter. Das sieht ja gediegen aus. Klasse. Und ein Flugzeug ist unterwegs. Die Map ist einfach schon schön. Das macht immer wieder Spaß, hier zu spielen. Und das schon... Ja, ich habe auf dem 17er angefangen mit der Marsch. Das macht schon Spaß. Oh, ich muss langsam fahren. Die sind nicht angegurtet. Die Seiten sind offen. Ich hoffe, wenn ich jetzt da wieder ankomme, dass es dann geht. Wenn nicht, da weiß ich eigentlich nicht warum. Kann sein, dass ich zu dicht gestanden habe eben. Möglich. Ein Stück zurück. Hier vorne ist ja eher Leergut, ganz vorne. Aber hier müsste es dann schon gehen. So, probieren wir es nochmal. Sind die eigentlich angezurrt? Nö. Okay. Da muss es eigentlich gehen. Na also, geht doch. Noch ein Stück nach links, wenn es geht. So. Okay. Wird einverleibt. Sehr schön. Die Pflaumen. Mhm.
Oh, wir haben schon ganz schön ordentliche Obst hier drinne. Was ist das? Äpfel. Mhm. Okay, alles weg. Das schicken wir den Parken. Zumachen das ganze Teil. Okay, aber ich muss ihn hier rumfahren und an die Straße bringen. Das ist hier übrigens eigentlich ein Parkplatz. Und ich missbrauche das als Ausfahrt. Aber es hat sich so angeboten und macht sich ganz gut so hier. Und dann das Grün ringsrum angebracht. Das sieht irgendwie... Ja, es passt einfach. Wie die Früchte nachts so schön leuchten. Im Licht. Im Scheinwerferlicht. Beinahe wie die großen, kullerrunden Augen von Rudi, dem Rentier. Das ist auch ein toller Song. So, jetzt schicken wir dich parken. Ach, du hast noch nicht mal einen festen Platz, nur Fuhrpark. Okay, das können wir ja später machen. Dann fahr du mal. Okay, jetzt sind wir hier bei den Erdbeerfeldern. Mhm. Da werden wir mal die Ladung ergänzen. Ich habe hier einen Rest Kartons drauf. So, Festzonen. Jetzt muss ich das hier drehen, damit ich hier wegkomme. Ach, jetzt weiß ich wieder. Hier wollte ich doch die Kartons abladen. Egal. Dann machen sie eine Spazierfahrt. In der Brennerei kommt das ja. Doch, da können die hin. Erdbeeren, stimmt. Da ist ja diese ganz neue Sorte Alkohol, die Fett da angelegt hat. Müssen wir die Kartons dann wieder aufsammeln und halt wieder mitnehmen. Gibt Schlimmeres. So, da schicken wir den mal in die Spur. So, okay. Ab mit dir. Okay, wo bist du? Ach, das ist die Getreidefabrik, alles klar. Dich brauchen wir auch anderweitig. Du hast deine Arbeit getan, alles gut. Da fahren wir mal hier hinten rum. Das holen wir später ab. Jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir die Eier wegkriegen. Deswegen schicke ich den jetzt zum Ulmenhof. Früh am Morgen, 6.42 Uhr. So schnell geht das. Da schalte ich mal wieder um auf 1. So. Oh, es gibt bald... Es trübt sich dann langsam ein, wie es aussieht. Okay. Aber jetzt haben wir noch Sonne. So, Ulmenhof. Und ab. Die Nachtschicht war gar nicht so schlimm. Der bleibt hier stehen vorläufig am Wollcenter. Ja, du willst Wasser abladen, nicht? Das machen wir jetzt. Muss ich aber gucken, der Trigger ist hier hinten.
Gut. Das ist jetzt in der Mosterei. Der hat ja da schon gewartet, dass er abladen darf. Okay, das kann er alleine weitermachen. Ich will mal weiterschalten. Ja, jetzt sind wir an dem Hof, wo ich hin wollte. Wegen der Hühnereier. Gut, gut. So, wo war denn eigentlich der andere Hof? Dort sollten wir vielleicht auch mal nachgucken. Ich habe hier alles ausgelagert. Ich glaube, da müssen wir hier rum. Ja, genau, so war das. Ach nö, guck ab, hier ist nichts. Hier muss ich vielleicht auslagern. Na, da muss ich doch mal nachschauen, wie sich das verhält. Die Hühner. Hühneraufstand am Ulmenhof. Ich nehme erstmal den ersten. Mal gucken, wie es da aussieht. Oh na, so schlimm ist es ja hier noch nicht, ne? Zurück. Wie ist es denn dann mit dem zweiten? Vielleicht ist der derjenige. Oder meine Hühner am Haupthof. Das kann natürlich auch noch sein. Da weiß ich überhaupt noch nicht, wie das geht. Mit den Stellen arbeite ich das erste Mal. Das wird lustig. Nee, das scheint bei uns am Hof zu sein. Na, guck mal an. Na, ich tue jetzt trotzdem die hier noch raus, wo es schon im Rot ist. Und dann werde ich... Na, bin ja schon wieder drüber. Hühnerstall, Hühnerstall. Der war's. Hier laden wir nochmal aus. So, alles gut. Aha, war tatsächlich hier. Gut. Jetzt können sie wieder Eier legen. Schön smart da ranfahren. Und mitnehmen, was geht. So, voll beladen. Angezurrt. Dann wollen wir dem zur Straße helfen. Früher Morgen auf der Marsch. Sieht auch schön aus. Sehr sehenswert. Wenn sich mal so umguckt. Ist schon klasse. Ja. Da vorne verschwindet die Nacht. Herrlich. Ein Foto wert, würde ich sagen. Wollen wir mal festhalten. So, und jetzt schicken wir dich. Produktion. Brennerei, Paletten mit Zutaten. Jawohl. Und ab. So, ich gehe mal hierher zurück. Natürlich gleich wieder querfeldein hier, ganz klar. Tschupp. Ja. Die Mühle ist fleißig. Die produziert Strom. Ist schon klasse. Okay, liebe Zuschauer. Die Zeit ist schon wieder mal um.
Deswegen werde ich das Video jetzt beenden. Ich wünsche euch noch einen restlichen angenehmen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder hereinschaut und mir über die Schulter schaut bei all dem, was ich hier so anstelle. Ungeschickt oder geschickt, manchmal erfolgreich, manchmal darf man grinsen oder auch laut lachen. Aber so soll es ja sein. Alles gut. Es ist halt wie im Real Life. Es geht nicht immer alles glatt. Ich wünsche euch noch was und verbleibe mit ganz lieben Grüßen für euch alle. Eure Maritzl.